Hallihallo, hier ist Vinny von MSGamerTV und willkommen zu einem neuen Crossfire Waffenreview. In der heutigen Ausgabe möchte ich euch gerne die M16A4 vorstellen. Die Waffe könnt ihr jetzt für 70 Coupons bekommen. Leider nicht permanent, sondern nur für 90 Tage. Aber naja, kommen wir zu der M16A4. Die Waffe macht auf Kopf One Hit. Auf dem zentralen Körper benötigt sie je nach Entfernung 3 bis 4 Schüsse. Und im Arm- und Beinbereich benötigt sie 5 Schüsse. Der Wallbang der Waffe ist ganz ordentlich. 3 Schüsse auf dem Kopf und 9 Schüsse für den zentralen Körper. Munition beträgt insgesamt 4 Magazine mit jeweils 30 Schuss, also insgesamt 120 Schuss für einen Rivel, ganz in Ordnung, eigentlich Standard. Die Nachladezeit beträgt 2,8 Sekunden. Im Vergleich zur M16A2 hat die M16A4 halt einen Schalldämpfer, hat aber pro Magazin 5 Schuss weniger. Und die Power und Nachladezeit der M16A2 und der M16A4 sind eigentlich identisch. Also gibt es nur minimale Unterschiede. Ja, was mir noch besonders gut an der M16A4 gefällt, ist das Schalldämpfergeräusch. Das haben sie mal ein bisschen anders gemacht als bei einer M4 mit Schalldämpfer oder einer MP5 ADV. Finde ich schon mal sehr gut. Nur schade halt, dass die Waffe nicht permanent ist, sondern für nur 90 Tage. Vor einigen Monaten konnte man noch für 70 Coupons eine AWM Camo oder eine PSG Android Dragon permanent bekommen. Aber jetzt hat sich alles geändert. Es gibt nur noch ab 80 Coupons permanente Waffen. Und das finde ich richtig blöd gemacht. Von Z8 Games, ich denke mal, da seid ihr bestimmt der gleichen Meinung. Vor allem die Leute, die die Waffen, die es früher gab, nicht haben konnten, weil sie erst jetzt die Coupons haben. Also finde ich richtig unfair von Z8 Games, dass sie das so gemacht haben. Nun gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer Vinny von MSGamerTV.